Guten Morgen, Trader, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwerte-Sektion in Kombination mit der Rohstoff-Tagesausgabe. Sie wissen, im Moment gibt es zwei Videos in einem. Das müssen wir noch eine Weile beibehalten, bis ich meine Probleme mit meinem Internetprovider gelöst habe. Wir schauen, heute kann ich Ihnen vorweg sagen, Sie sehen den Nasdaq Biotech Index, wir schauen auf den Russell 2000. Ich fische ein bisschen bei Silvio im Teich rum, weil ich Ihnen daraus Schlussfolgerung etwas zum DAX sagen möchte. Wir schauen auf den DAX und wir schauen auf Gold. Am Freitag waren in den USA die spekulativen Werte besonders unter Druck. Und normalerweise wird eine bullische Rallye von den spekulativen Werten geführt. Das können Sie sich merken. Wann immer die konservativen Werte gefragt sind, wann immer der Dow gefragt ist, wann immer die Versorger gefragt sind, ist es eher ein Zeichen dafür, dass es kein richtiger Bullenmarkt ist, weil das Geld zwar in die spekulativen Werte, also Aktien, fließt, aber davon wiederum die konservativeren Werte. Wann immer die spekulativen Werte gefragt sind, Biotech-Werte, Nasdaq-Werte, Small Caps, da ist eine Rallye angesagt. Was ist am Freitag passiert? Am Freitag wurden am heftigsten abverkauft Nasdaq, die Small Caps und die Biotech-Werte. Und wenn der Biotech-Index hier dargestellt, in dessen ETF um 5% fällt mit Volumen, dann heißt es, Achtung, nicht, dass die Aktien weiterfallen müssen. Es heißt aber zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gerade eine Rallye startet, nicht besonders groß. Die Kernaussage nach dieser Bewegung, die wir beim DAX gesehen haben, beim S&P 500, beim Nasdaq und so weiter und so fort, war ja, Freunde, selbst wenn das hier der Boden ist, brauchen wir eine mehrwöchige Konsolidierung, damit es einen Boden gibt. Und dann müssen wir gucken, ob das überhaupt der Boden war oder nicht. Jetzt war ja der Nasdaq Biotech Index besonders heftig gefallen in dieser Welle. Und ich glaube, 30% vom Hoch bis zum Tief, oder? Jawohl, 30% und hat dann tatsächlich, schauen Sie sich das an, 29% wieder wettgemacht, ist jetzt wieder komplett abverkauft worden. Der langen Rede kurzer Sinn, viel Volumen, okay, erste Aussage, zweite Aussage, es gab hier eine Art bärische Keilformation. Sie sehen, die Keilformation wird bullisch aufgelöst. Wir haben es einmal getestet und wir haben hier die psychologische 300, wir haben hier die 289, diese Linie. Und wenn man sich die letzte Hauptbewegung, hier die letzte Hauptbewegung anschaut, wo ist denn die 61,8%? Sie wissen, darauf achten wir ganz besonders, im Bereich von 280. Das heißt, hier so 290 bis 280 ist auf Tagesschlusskursebene eine wichtige Unterstützung. Und wenn man sich das Ganze sogar auf Wochenchartbasis anschaut, wenn man sich so anguckt, wann ist denn so die richtige Rallye losgegangen? So, die Rallye ist ja hier so 2011 losgegangen, okay? Wenn man sich so die letzte Rallye anschaut, vom Tief zu Hoch, über den Wochenchart, das heißt die beiden letzten Wellen, dann haben wir hier so im Bereich von 280, auch horizontal, auch die 38,2% Retracement-Marke. Okay, jetzt könnte man sagen, ist so super, können wir schon mal kaufen. Ne? 280 scheint eine große Unterstützung zu sein. Naja, also zwischen hier und 280 sind es nochmal 10%. Und die Frage ist, hält der Markt hier oben schon, so um die 310, oder will er die 280 sich holen oder nicht? Erste Aussage. Ja, der Markt nähert sich so langsam Unterstützungen. Und zweite Aussage, habe ich in früheren Ausgaben immer wieder gesagt, das war ja ein richtiger Flash-Crash, also richtige Panikkurse, innerhalb von wenigen Sekunden abverkauft und zurückgekommen. Sowas holt sich der Markt ganz häufig wieder. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier hinkommen, ist deutlich größer. Hält das dann oder wollen wir noch ein bisschen tiefer? Die Frage können wir aktuell nicht beantworten. Der zweite US-amerikanische Index, den ich Ihnen zeigen möchte, ist der Russell 2000, auch mit Volumen abverkauft worden, um 1,6%. Und da, wenn man sich den Wochenchart anschaut, dann wird man sagen, oh, Unterstützung können wir kaufen. Dann schauen Sie sich das an, diese blaue Linie, Unterstützung, 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 Unterstützung. Wir sind nicht weit weg von einer Unterstützung im Bereich von 110, dazu horizontal. Na, haben Sie schon Ihre Entscheidung getroffen? Genau das ist der Fehler. Wenn man sich nämlich festlegt, was als nächstes passiert, dann findet man nur noch Gründe, warum es richtig ist, was man gemacht hat. Wie wäre es denn eigentlich,
Also ich weiß nicht, was passiert. Wir brechen hier durch und dann gehen wir noch eine Etage tiefer, so in Richtung 104 und 102 und 100. Dann haben wir diese Linie, da haben wir die 200-Wochen-Linie, da haben wir die horizontale, wir sind in der Nähe der 100. Also vom aktuellen Niveau wären das dann nochmal 10%, auch wenn das nicht nach viel aussieht. Und deswegen wollte ich Ihnen auch den Russell 2000 zeigen, denn die Frage, die man sich beim DAX stellen muss, und ich glaube, die meisten von Ihnen haben sich schon festgelegt, ob der Markt jetzt die 9,3 hält oder nicht. Wenn die 9,3 nicht hält, wäre so meine nächste Zielzone die 200-Wochen-Linie, die ist im Bereich von 8.800. So. Hält jetzt diese Linie oder hält diese Unterstützung oder nicht? Jetzt kann man sich festlegen und sagen, das passiert oder jenes passiert oder ich kaufe schon mal. Oder man kann sagen, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, der Markt sieht im Moment schwach aus. Die Bären haben eine größere Chance, diese Unterstützung zu brechen. Und gleichzeitig, Kernaussage der letzten Woche nach 1000 Punkten, ist eine Gegenbewegung möglich, wahrscheinlich. Und wenn man diese Gegenbewegung nicht mitmachen möchte, gilt es, den Stop enger zu machen. Okay, jetzt. Entweder schafft es der DAX über dieses Hoch von gestrigem Handelstag, also von Freitag drüber zu gehen. Dafür schauen wir einmal kurz auf den 10-Minuten-Chart. Da hatte ich Ihnen gesagt, schaffen wir es über die 9.730 mit Schluss, signifikant genug, dann eine Fortsetzung wahrscheinlich. Wir machen einen Schatten und ansonsten scheitern wir genau an dieser 9.730 und schaffen es nicht drüber zu gehen und kommen wieder runter. Okay, wir haben eine Keilformation bullisch aufgelöst. Gab zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, bullische Konsolidierung und Fortsetzung. Dann wären die Ziele im Bereich erst von 9,8 und möglicherweise 9,9. Für den Fall, dass der Markt nochmal zurückkommt und auch diese Lücke schließt, die ist im Bereich von 9,450 und dann eine inverse Schulterkopf-Schulterformation macht. Dann, wenn wir hier einen Boden finden, dann nochmal 9,7 darüber. Das, was wir von hier bis hier gemacht haben, können wir draufsetzen. Dann ist das Ziel 10.000. Im Bereich der 10.000 ist auch die 20-Tage-Linie. Respektive kurzfristiger fällt der Markt unter das Tagestief von heute plus das Tagestief von Freitag. Im Moment wird das nicht unterstützt, sofort diese bärische Bewegung. Unterhalb der 9,580, dann ist 9,5 und 9,450 aktiviert, dann ist eine Unterstützung da. Dann wieder Gegenbewegung an diese Zone und diese Zone darüber, hoppala, ist die 10.000 aktiviert worden. Wenn wir wieder zurückkommen auf den Tageschart, ich hoffe, dass das verständlich ist, je länger sich der DAX hier in dieser Zone aufhält, desto größer werden die Chancen der Bären. Wir haben hier unten zweimal eine horizontale Unterstützung, einmal, zweimal, die beide Male gekauft worden sind, einmal mit 1.000 Punkten, das zweite Mal gerade mal mit 300 Punkten. Wir haben hier, bitte beachten Sie das, noch keine Range aufgebaut. Durch diese Linien entsteht ein optischer Trugschluss. Denn schauen Sie sich mal an, was hier eigentlich ist. Wir haben tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief, höheres Hoch. Also nur aufgrund dieser Schatten können wir jetzt nicht davon sprechen, dass es hier jetzt schon eine Seitwärtszone ist. Es muss erst zu einer Seitwärtszone werden und es ist möglich, dass der Markt sich eine geraume Zeit innerhalb dieser Seitwärtszone aufhält. Dann müssen wir gucken, gibt es zum Beispiel hier wieder einen Doppelboden oder wie gesagt die inverse Schulterkopf-Schulterformation oder eine bärische Fortsetzung. Gäbe es die, dann wäre für mich das persönlich im Bereich der 200-Wochen-Linie und die ist, schauen wir uns das mal an, im Bereich der 8.750 Punkte. Und den Wochenchart lohnt sich deswegen anzuschauen, weil wir jetzt zum ersten Mal seit 2011 drüber, 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 drüber und jetzt letzte Woche unterhalb dieser aufsteigenden Trendlinie geschlossen haben. Und deswegen unterhalb der 9,3 ist die 200-Wochen-Linie nach meinem Dafürhalten aktiviert worden. Wenn man sich abschließend, ganz kurz, Gold anschaut. Bei Gold war ja die Kernaussage letzte Woche, Leute, die Bullen zeigen sich stark, die Bullen laufen aber auch in Widerstände hinein.
20-Wochen-Linie, sind wir kurz drüber, drunter geschlossen. Darüber haben wir, kennen Sie diese horizontale und ehemals trendunterstützende Linie 1160 bis 1169 und noch ein Stück drüber haben wir die 200-Tage-Linie. Die Bullen können mit der Unterstützung der 20-Tage-Linie und mit der Unterstützung der 1120 nochmal den Angriff auf die 20-Wochen-Linie nehmen. Im Moment, wenn man sich das anguckt, tief, hoch, höheres Tief ist die Frage, machen wir ein übergeordnet gleiches Hoch oder höheres Tief und ganz kurzfristig Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch ist ein Aufwärtstrend, der sogar hier in der Stunde sich in einem Trendkanal präsentiert. Das heißt, erste Unterstützung ist schon, kann man sich merken, mit der 200-Stunden-Linie 1130 mit der Möglichkeit innerhalb dieses Trendkanals zu bleiben, aber selbst wenn wir drunter fielen, 25, 20 sind die nächsten Unterstützungen und dann ist wieder der Angriff auf die 20-Wochen-Linie. Ich sehe im Moment, so wie sich jetzt aktuell der Chart darstellt, eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir in Richtung der 66 laufen, als dass diese Zone 25 bis 20 nachhaltig bricht. Wenn sie nachhaltig bricht, dann ist natürlich die 1100 aktiviert worden. Das heißt, hier gibt es jetzt einen Kampf 20-Wochen-Linie versus 20- und 50-Tage-Linie mit leichtem Plus für die Bären, wenn man sich die Stochastik im Tag- und im Wochenchart anschaut und auch wie sich hier das Momentum verhält und auch was das Volumen angeht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, Ausgabe zum S&P 500 Wochenendausgabe war Silvio bereits für Sie da und heute Abend gibt es natürlich noch eine Devisenausgabe, wird Tom für Sie da sein. Mein Name ist Hamed Esnachari und selbstverständlich in der Kombinationsausgabe wünsche ich es Ihnen heute Morgen, da ich ja am Abend keine Zeit haben werde, dass Sie alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrailern doch bitte gewogen.